Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Echo of Soul. Wie immer mit Chi. Ja, aber dass du über Gräbern tanzen, ist irgendwie neu. Müssen wir das jetzt machen? Ja, das müssen wir machen. Das nennt man Blasphemie. Nein, wir haben, ihr seht's gerade. Wir haben uns entschlossen, neben dem Grab des kleinen verstorbenen Jungen zu tanzen. Einfach weil es total makaber, ekelhaft und fies ist. Ja, und weil es eine Questmarkierung hat, machen wir das doch mal. Ja. Vor allem, Alter, wähl das mal aus und sieh was. Was macht dein Balken? Warte. Trauern. Oh mein Gott. Der Trauerbalken ist fertig. Der Trauer und das Grab sagt danke sehr. Was? Boah, halt die Klappe, mit dir redet keiner. Zum Glück kriegt man hier keine Albträume. Echt, das mal zum Grab sagen, halt die Klappe. Wer hat dich denn gefragt? So, folgender Plan für die heutige Folge. Wir porten uns jetzt nach Memoir. Ja. Stellen uns dort unter einen Baum, tanzen wild umher und schauen mal, dass wir in den Dungeon kommen. Ich hab doch meinen Reisepoint. Na egal. Yes. Ja, genau. Und wir zeigen dann mal kurz, wie das geht mit diesem Smart Matching. Ich meine, das ist nämlich ein Gruppendungeon. Ein Gruppendungeon besteht immer aus einem Tank, also einer Stockschlampe-Erdrufferin oder einem, Kriegerbeschützer. Und der Rest sind halt Raider, die aus allen anderen Klassen und allen anderen Talenten bestehen können. Da zeigst du denen mal hübsch, wie das mit dem Smart Matching funktioniert. Ja, du bist ja ohnehin Gruppenleader. Ah ja, stimmt. So, wir gehen auf PvP. Dann werden wir, genau, wenn wir uns dann ausgewählt haben, welche Rolle wir übernehmen wollen, werden wir wahrscheinlich in den Cut setzen. Wir wissen nämlich nicht, wie lange wir eventuell warten müssen. So, na dann schauen wir mal. Ich will Tank machen und es geht nicht. Was soll denn das? Hallo, der Archer Tank bin ich. Na, aber wir sehen jetzt schon zum Beispiel hier, ich kann gar nicht auswählen, dass ich Tank bin, weil ich halt kein Krieger bin und auch keine Erdruferin, beziehungsweise keine Hüterin. Deswegen was ist das schon nervig ist, weil trotzdem Berserker und Sturmrufer die Möglichkeit als Tank haben melden könnten. Genau. Oh, okay, wir haben schon alle WDs voll. Mal gucken. Oh. Wir stellen uns jetzt hin und warten auf einen Tank. Wir brauchen nur noch einen Tank. We need a tank. Ich will aber noch schnell Sachen verkaufen. Ich habe zu viel Zeug im Inventar. Scheiße, schnell. Schnell, schnell, schnell. Billige Waffen können dich dein Leben. Ich habe hier so unnütze Questbelohnungen bekommen, die wir wieder nicht brauchen, weil wir einfach maßlos zu gut sind für diese Welt. Das ist eine Quest. Ich werde mir noch mal ein paar Rollen holen. Mach das. Stimmt, das ist eine gute Idee. Kriegen wir schon bessere auf Level 35? Nee, ne? Erst ab 36 kriegen wir bessere. Ach, aber wir können eine Levina-Kiste holen während des Wartens. Ah, okay, ist doch nicht sinnlos. Ich muss mal gucken, ob das wieder eine Überlänger wird. Sicherlich. Okay, ich habe noch genug Heilrollen. Ich galoppel mal schnell. Wenn ich sage, dann werde. Du hast Spaß, ne? Miss Gusi. Miss Gusi, was? Miss Gusi, tut mir leid. Oh. Kann ich helfen? Muss ich bin Level 35, also habe ich 35 Dingenstein geholt. Boah, ey, das ist. Hey, Reitlizenz! Eine bessere, schnelleres Reittier. Wir können schneller galoppeln. Und die gibt uns noch was zu futtern. Yay, die ist wie eine Mama. Ich hab so rot. Ja, das ist von dir wieder die Kiste, weißt du schon, ne? Also quasi vom Arbeitsamt von EOS. Ich denke, die Daily Quest Belohnung ist das Arbeitsamt von EOS. Weißt du, Levina steht doch immer in der Gegend rum und gibt uns Aufgaben. Ja, stimmt. Weil die selber auch nichts Besseres zu tun hat. Ne, deswegen, das ist unsere Tante vom Arbeitsamt, die Levina. Die Levina. Oh. So, auf was warten wir? Wir warten. Ne, jetzt sind wir wieder zu zweit nur. Ja, super. Na, egal. Kann ich schon neue Juwelen machen? Ich muss mal gucken, aber ich glaube, wir sind noch viele zwei Stunden gegangen. Eine Stunde. Oh, wir brauchen wahrscheinlich neue Buffs. Sogar weniger als eine Stunde. 54 Minuten sind erst vergangen. Oh. Ich muss mir neue Buffs holen, weil die laufen in 13 Minuten aus bei mir. Aha. Was soll denn das heißen? Nix. Du bist so gemein. So. Habe ich schon mal neu im Inventar, wenn wir dann gleich loscrashen wollen. Wir schauen mal so lange in den Konto, was es da gibt. Schönes Wetter heute. Ja, stimmt, wir können nicht. Stimmt, wir müssen ja die Zeit, können ja die Zeit sinnvoll nutzen. Oder zumindest die Team. Stimmt, wir könnten so tun, als ob wir es sinnvoll nutzen. Ich gucke zum Beispiel gerade, was es für Schurken, für Kopfbedeckungen gibt. Ja, du kannst ja auch zum Beispiel die Piraten-Outfits mal zeigen. Nein. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben. Oh Gott, was
ey, ohne Scheiß, dieses der Bindung, diese graue Set der Bindung, wo da diese Federn, also wo die Schurken diese Federn an der Arme haben. Das sieht so scheiße aus. Ja. Aber wir können ja die Piraten mal zeigen. Das sage ich aber nicht, Lenk, der hat ja so ein Ding. Weil ich das immer übrig hatte. Was? Wow! Was? Hast du den Fernseher noch an? Ja. Mixer! Oh mein Gott! Verdammt, ich glaube, wir haben nach der Folge was zu gucken. Ja, ich glaube auch. Ach nee, schön. So, für alle, die sich fragen, was da läuft Teleshopping. Das ist so ein kleiner Insider zwischen uns. Ja, wir sind so... Den müsste man jetzt erklären, aber das lassen wir lieber. Damit ihr alle... So, ich habe auch einen Mixer und ich interessiere mich sehr für Mixen von Sachen. Für Mixen. Alter. Ach, schön. Ich guck mal, ob die Okkultisten-Outfits immer so spottbillig sind. 20! Diese blaue Uniform für Piratenuniform steht irgendwie immer so geil. Also man sieht, man kann ja tatsächlich ein bisschen die Gebärmutter gucken, aber... Alter, hör auf, Olle, alles nachzumachen. Nein, ich habe das echt nur gerade kurz angezogen. Das steht ihr nämlich auch echt gut. Sie hat ja einen ganz anderen Teint als Olle. Ja. Ich bin irgendwie überrascht. Sie hat einen normalen Teint, würde ich mal sagen. Olle ist ein wenig anders. Macht sie alles ein bisschen blass, was? Ja, wahrscheinlich. Aber wir können ja mal gucken. Mode. Das hat ja Olle an momentan. Wir haben ja euch ja gezeigt, Was haben die eigentlich in den aktuellen Sets mit Kringelbrüsten? Ich weiß es nicht. Frag dieses, doch nicht mich. Genau, dieses Tainted, bei mir heißt es Tainted Ranger Set zum Beispiel. Hat auch so Kringel, genauso wie bei dem einen Magier-Set, wo die Brüste auch so gekringelt sind. Ja, ja, ich sehe schon. Ah, ja. Was soll denn? Naja, das sind so eine Kringel. Du meinst, das ist bei Waldläufer, ne? Oder was meinst du? Ja. Ne, bei Magier ist das halt auch teilweise so. Stimmt, voll. Ich gucke hier nach allem, bloß nicht nach Zeugs für meine Magier. Ich glaube, sie wird mich hassen. Wow. Sie sieht mit diesem Hut extrem scharf aus, weil sie da richtig lange Haare hat. Mit welchem Hut? Mit diesem Piratenhut, Edema. Okay. Die haben nämlich so richtig lang. Ich meine, du kannst es nicht sehen, weil du nicht gerade Edema drin hast, aber das wird total helfen. Ja, man sieht ja dann trotzdem die, Ne? Ah ja, stimmt, da sind die Haare dann ganz lang. Ne, aber nicht der reguläre Piratenhut, sondern wirklich der... Na klar, ich weiß schon, was du meinst. Oh. Der hier, der reguläre wäre dieser da, den man sowieso irgendwie hat oder kriegt. Und das hier wäre der zum Set. Ich glaube, ich krieg Onkel Arthur später mal einkaufen. So, ich guck grad mal, was für meine Kleine drin ist. Ja, also ich finde ohne Scheiß, ich finde dieses Piratenoutfit für die Magierin ganz furchtbar. Ja. Das sieht mehr aus, als ob die irgendwie zu einem ganz schlechten Fasching als Hexe verkleidet geht. Irgendwie, also... Nicht mal das, ich muss es mir allerdings selbst das ist schlecht. Ich muss es mir tatsächlich nur nochmal angucken, damit ich weiß, wie ich nochmal bisschen... Ja, das ist, Das, also sagen wir es mal so, in einem pädophilen Bordell zum Matrosenthemenabend, da könnte man das anziehen. Ich meine, guck dir das Halsband an. Oh mein Gott, im Store ist gerade was drin. Für Magierinnen. Das Häschen. Ja, in rosa. Oh mein Gott. Aber viel zu überteuert. Soweit ist nicht mal Chari. Nee, soweit ist nicht mal Chari. Aber es gibt immer die pinken Helme. Also wir haben für uns die Gliederung gefasst. Weiß, gelb, rosa. Wobei rosa jetzt gerade eben erst live ins Spiel gekommen ist dazu. Boah, und ihr wart live dabei. Na gut, nicht live dabei, aber ihr wart dabei. Da hinten steht ein Typ, der heißt Abbrechen. Wir warten übrigens schon 6 Minuten und sind immer noch alleine, beziehungsweise wieder alleine. Ich guck dir den mal an. Ohne Scheiß. Da hinten, der steht hier hinter der Brücke. Auch Umbrella Corp als Gilde und der heißt Abbrechen. Guck dir den an. Den hab ich mir, glaube ich, sogar schon mal. Ich weiß nicht, ob das der war. Ja, das war Erbrechen. Der ist... wie sieht der aus? Der hat die zweithässlichste... zweithässlichste Frisur, die es für diese Klasse gibt. Aber wirklich nur die zweithässlichste. Was wäre denn die hässlichste? Ich weiß das nicht. Die mit dem komischen Juwel vorne im tupierten Ding. Das will sie jetzt nicht. Ich muss mal sagen, wenn wir da noch mal vorbeilaufen. Ich spiele eine Rebellin und bin ernst dabei. Ja. Er ist was soll denn Wolltest das? Du ihn auslachen? Boah, ja. Komm, wir suchen sie mal alles. Der Scheiß aus diesem Lachen hinaus. Stimmt. So.
Chari hat ja viel gezeigt, wie man richtig Leute ärgert. Guck mal, da hinten ist Dark Bell von Baby Metal. Gucken wir mal. Ach du Scheiße. Okay. Das ist alles Charaktere sind, die auf zufälliger Charakter auswählen gedrückt haben. Aber richtig, ey. Hilfe. Was denken sich manche denn bei der Charaktererstellung, so einen hässlichen Bratzen zu erstellen? Ohne Scheiß, ey. Ohne Spaß. Guck mal, Charlein heißt da eine. Ja gut, die ist... Oh Gott, Alter. Kindchenschema, riesige Augen. Noch größer geht's gar nicht. Oh Gott, die daneben ist ja genauso schlimm. Die sieht aus wie die eine Puppe, die der Kalkofe sich geholt hat. Wieso das ist eine, vielleicht werden sie mich heiraten, vielleicht aber auch verkauft. Ja, genau so. Wobei ich denke, ich bin doch eigentlich nur eine warte, Puppe. Warte. Fremos, wer ist das? Ich kann ihn ja nicht markieren. Nimm mal deinen dicken so schlimm, aus dem Bild. So schlimm ist es leider nicht, dass ich mich da vorstellen und lachen könnte. Nee, stimmt. Warte. Kill you 114, der hat eine 1 zu, der ist eine 1 zu 4 dabei, aber der hat Kajal um, warte, das ist okay. Oh Gott! Der Yiki Forever. Also der kommt schon mal nah dran an Scheiße. Der hat Hörner, das kann ich nicht machen. Ich kann jemanden mit Hörner nicht auslachen, das geht leider nicht. Ah, okay. Wieso lachst du jetzt den armen kleinen Schurken aus? Obwohl der ist Kill you 114 allein, deswegen muss er schon ausgelacht werden. Guck ihn dir an, er hat Kajal! Ja, ich weiß. Also er sieht zwar hässlich aus, aber du musst ihn nicht gleich erschießen. Entschuldigung, ich bin noch ein kleines Mädchen, Mann. Ich hole mal mein Häschen. Ey, wir sind in der Stadt, du hast das falsche Outfit an. Warte. Was soll denn Hilfe. Das? Was soll denn das? Was? Das ist aber nicht das reguläre Outfit, ne? Was denn? Ist warm gerade. Schieß ihn mal. Oh, wie schade. Vielleicht nimmt er ja auch gerade auf und erzählt gerade irgendwas Wichtiges. Wir machen uns gerade voll lustig. Ich hab eine ja, Bubble. Sich auch stell dich einfach mit rein. Machen. Guck mal, jetzt stehst du mit drin. Total toll, aber er könnte sich im Prinzip auch über mit lustig machen, weil ich Schuhe habe, die nicht zu meinem Outfit passen. Dafür war zum Bogen. Das ist das Erste, was ich immer denke, wenn ich das Outfit sehe. Die Schuhe passen nicht dazu. Warum? Was haben die vor? Sieht wieder cool aus, so. Na, ich dachte komm, wir gehen jetzt auf die Brücke und spielen Piraten. Ja, Piraten! Ich hab den Hut wieder. Ich glaube, wir schneiden diese Szenen dann so zusammen, dass das ist das Beste, was wir hier haben. Ja, stimmt. Dann hole ich mal kurz meinen Piratenhut. Nur wir warten nämlich wieder 11 Minuten. Alleine. Hey. Einsam. Hey. Wartet seit 11 Minuten da, wie geil. Ja, das passiert, wenn man nachts irgendwie vorhat, noch Dungeon zu machen. Genau, weil die ganzen Level, die ganzen 14-Jährigen sind dann schon im Bett. Wo ist denn mein scheiß Hut? Hast du den nicht dabei ach, und stimmt, du alles ja. ausgeblendet oh, ich bin so blöd, ohne Scheiß. Ja, ich hab letztes Mal schon gesucht. Ja, Hasi, ich hab das trotzdem lieb, ist okay. Ich hab ist okay. Auch lieb. Aber trotzdem ist das kacke. So. Pirat spielen! Yo-ho. Und ne Beutel voll rum. Piraten! Wenn du das Schiff abbrennst, sinken wir. Ach so, okay, warte hier, ich mach's wieder gut. So. Hast du das voll gemacht? Oh, ich weiß. Dann... Warte, ich stopf mal die Löcher. Okay. Wieso stopfst du die mit Dingens? Lass mich lieber machen. Ich hab sonst nichts dabei. Komm, wir bomben einfach die ganze Brücke weg und dann ist egal. Boah, hör doch mal, wir wollen das Schiff zu rennen. Ihr habt mich angeheuert. Ach, wie sie dich anguckt. Das ist so niedlich. So. Ach so, ich muss sowieso mal gucken. Moment. Sehe ich denn mittlerweile ohne Vanity-Item aus? Nö. Du siehst aus wie was nicht zusammenpasst. Also dein Oberteil passt da nicht. Da die Oberteil, weder dann passt das Oberteil zum Rock, aber wenn du unter. Hab ich meinen Namen vorne im Schlüpper eingesteckt? Warte. Das ist was Rotes. In dem ist doch 17 Jahre lang ihre Tage. Warte mal. Vorne. Nee, das ist eine Schleife. Und dann, echt? Ja, okay, das soll, glaube ich, eine Schleife sein. Oh Gott, nochmal. Also entweder ist es eine Schleife oder da steht das Gold, findet ihr auf dieser Seite.
Oh Gott, diese Single Shoulder Pad. Genau, das ist drin. Aber ich habe auch ein Halsband um. Irgendjemanden sollte dich, glaube ich, an die Leine nehmen. Aber ich finde ihre Rückenpartie jetzt. Guck mal. Stimmt. Ich mache übrigens gerade schon ein bisschen Fotos. Weil sie guckt gerade Idee mal so süß an. Hört doch mal auf, hier durchs Bild zu reißen. Sag mal. Okay, es sieht scheiße aus, wenn man den Rock auszieht. Deine Schuhe sind ja, cool. Die passen aber auch nicht zum Outfit. Ja. Man sieht ganz genau, was dazu passt und was nicht. Bei mir auch. Die Arme passen nicht dazu und die Beine. Der Rest, der Rock und die Tunika, die sind gut. Die passen zusammen. Die Stiefel sind auch tatsächlich aus dem Dungeon. Na? Genauso wie die Weste. Die passen tatsächlich zusammen. Aber der Rest ist ja das von diesem Gedöns, was wir uns jetzt gekauft haben. Gekauft. Alter, ich hab mich auch in die Luft gebackt. Ich stehe in der Luft. Bei mir reglos auf der Brücke. Ich stehe in der Luft. Ich stehe in der Luft. Ich hab mich rausgebackt. Mach ein Foto und ein Thumbnail. Ja, natürlich mache ich ein Foto. Alles muss man dir sagen. Alter, es knallt. Klatsch, klatsch, aber keinen Beifall. Klatsch, klatsch, aber keinen Beifall, genau. Oh Gott, vielleicht schaffe ich es, mich noch weiter rauszubuggen. Ah. Komm, ich will aus der Map fallen. Das hat schon mal geklappt. Ah! Was machst du? Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Dinger, geht das noch? Aha. Ich habe es echt geschafft, ohne Scheiß. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Part von Echo of Soul. Und ihr seht uns direkt in Aktion im Geschehen reingeworfen. Oh mein Gott, unser Tank ist ein Krieger. Ja, sehr schön, super. Das finde ich total toll. Wir hatten euch ja nicht im letzten Part, sondern in diesem Part, je nachdem wie ich das schneide, ich weiß es gar nicht mehr, haben wir euch ja versprochen, wir gehen eine Runde Tank, in Dungeon. Ne? Ja, genau. Ja, Chi! Ja, hallo, Chi ist auch noch dabei! Ich bin fest, so schlimm ist der gar nicht, aber er sollte sich mal bewegen. Wir haben ja geschnitten, also der hat einfach und nur das Gedöns. Ja, der sieht aus wie Beta, bloß mit anderer Augenfarbe, anderer Haarfarbe und anderer Hautfarbe. Ansonsten ist das Beta. Da fühle ich mich gleich zu Hause. So, okay, wir können gehen. Warte, ich muss auch noch grüßen. So, und zwar ist das hier die erste Gruppen-Dungeon-Situation, die wir haben. Haben wir alle genug gegessen? Ja. Weil der Krieger gerade gefuttert hat. Tach! Jo, Alter. Okay, unser Tank ist schon mal ein Deutscher, das ist schon nee, mal das gut. Ist nicht das heißt, gut. Wir können ihn auf Deutsch anmaulen. Obwohl, stimmt, das ist sag nicht mal, gut. Läuft die na, ich bin die kleine Französin. Ja, die Bogenschlampe-Tank, was ist denn gut, die für ein Level? Level 59. Ich glaube, die hat einfach nur Langeweile. Ja, aber dennoch. Dennoch ist die dumm. Ja, soll sie doch. So kriege ich auf jeden Fall die Agro nicht. Jedenfalls, wir sind ja in Memoa rumgerannt und haben ewig um 3 Tage gewartet. Ja. Dass wir eingeladen werden, aber da war es schon zu spät. Das heißt, wir haben es gelassen und jetzt direkt die Aufnahme gestartet, als wir in den Dungeon gedöckelt sind. Ich kann Glumanda gar nicht spawnen. Wenn du im Kampfmodus bist, kannst du. Ich bin ja, nicht im aber Kampf, wenn oder? Wenn jemand vorgerannt ist und irgendwas gepult hat, kannst du das auch nicht machen. Diese netten Menschen hier um uns rum. Hallo! Sag mal, Fallout, warum rennst Mann, du? Mann, ich will mein Vieh spawnen! Ich will mein Vieh spawnen? Hallo? Ich kann meinen Begleiter nicht spawnen. Wieso greift die Bogenschlampe schon alle an? Was hat die für ein Problem? Ich weiß es nicht, aber ich freue mich, dass der Tank jetzt nicht. Warte. Jetzt konnte ich spawnen. Wieso hat der Tank seinen Agro-Skill nicht an? Weil er anscheinend ein Anfänger ist. Weiß nicht. Schreib mal in den Kommentar. Warte mal, komm, hier, der ist ja Deutscher. Warum hast du, lieber Tank, deinen Agro-Skill nicht an? Warte. Jetzt will ich es aber wissen. Jetzt willst du es wissen? Was machst du? Er ist ein Beschützer, warum hat er den Skill nicht an? Ne, er muss ja ein Beschützer sein. Nee, muss er nicht, du obwohl, kannst aber... Nee. Ich hab die Agro, rette mich! Hilfe, was kann der eigentlich? Der Tank ist fast tot. Was denn? Wieso ist der Tank fast tot? Was kann der eigentlich? Jetzt müssen wir noch den Tank heilen. Ihr habt's gerade gesehen, Leute, ich hab den Tank geheilt. Weil halt, ich so nein, nett nein, bin. Nicht weiter. Ach nee, Quatsch. Ich renne ja gerade weiter, stimmt. Ich bleib mal hier wir stehen. Wir bleiben. Warum hast du, lieber Tank, dein Agro-Skill hier? Vor allem hat ihn schön. Immer noch nicht angemacht. Was ist das denn für ein wieso pullst du Gegner? Alter, Typ. Guck mal, jetzt hat er gemerkt, dass er ein Beschützer ist. Hast du gerade gesehen? Er hat die Attacke gemacht mit diesem Ich-Schlitz-Kehle durch. Und ich habe schon wieder Agro gepult.
Vor allen Dingen, wir sind das mindeste Level, was man haben muss, um hier reinzubuseln. Das heißt, es ist ganz gut, dass wir eine andere Bogenschlampe dabei haben. Na, und deswegen frage ich mich gerade, wieso ich Aggro ziehe. Weil die Bogenschlampe kann mir das bitte wer erklären? Das du hattest. Wir hatten jetzt nur die kleinen Platt gehauen. Ja, aber wieso ziehe ich trotzdem Aggro? Das durfte doch gar nicht sein, wenn alle drauf bashen. Vor allen Dingen habe ich gerade Aggro gezogen. Und mich dann nicht mal gemacht, dass ich davon nichts abbekommen habe. Nein, Vieh! Ey, Quatsch! Edema! Überlebe! Sonst müssen wir dich aufessen! Die Aggro. Super! Ja, ich habe mir ein Bubbelbläschen gemacht. Yay! So, dann töten wir doch jetzt mal die Spinne, ne? Das kann ja so schwer nicht sein. Und Aggro, das ist okay. Und liebe Zuschauer, die liebe Chi hat mich darauf hingewiesen, dass ich ja relativ wahllos immer Knöpfe drücke. Wobei sie gar nicht so unrecht hatte, beziehungsweise, doch, sie hatte... Ja, ich bin nicht blöd, ne? Ich weiß, wie man das macht. Entschuldigung. Und zwar sollte ich mal ein bisschen mehr mit meinen Eiszeichen arbeiten, die ich ja habe. Und deswegen finden wir uns jetzt mal ein bisschen rein. Also die Eisstraße macht auf jeden Fall ein Eiszeichen, das weiß ich. Und wenn dann das Eiszeichen drauf ist, macht man mehr Schaden, wenn man Attacken macht, die halt Eiszeichen ausnutzen, um mehr Schaden zu machen. Genau. Wir kämpfen jetzt gerade übrigens gegen das erste Bossmonster dieses Dungeons. Tina Ragnos, die macht eigentlich nur eine Flächenattacke. Auf dieser Stufe. Das heißt, man wird rangerissen, egal wie weit man weg ist. Aber ich sehe meine Eiszeichen gar nicht. Ich sehe meine Eiszeichen nicht. Die siehst du über, und nicht, die siehst du nicht an dir, die siehst du über der Anzeige von dem Gegner. Willst du mich gerade verarschen? Ich spiele das Spiel nicht erst seit einem Tag. Mal gucken, ob wir Equipment abgreifen können. Du bist so gemein. Du bist so gemein. Er ist so ein Held. Wow. Er ist so ein Held. Echt. Wieso kriege ich, naja, Pyromantin, okay, falls ich mal umsattel nehme. Nee, aber du kriegst automatisch alles, was für deine Klasse passt. Oh, komm, hier, Erdruferin bin ich doch. Wusste ich doch. Ah, nee, können sie behalten, den Scheiß. Das brauchst du tatsächlich, das sammle ich tatsächlich erst ab Level 60, weil das in den höheren Landen ja alles trotzdem für ein Gold verkäuflich ist. Stimmt. Genau, also in den höheren Dungeons, also wir sind jetzt im niedrigsten Gruppendungeon, den man irgendwie machen kann. Und haben den niedrigsten Eintrittslevel, den man dafür verwenden sollte. Und wir können ja, Michi, wir können ja, erstmal sollte der Tank vielleicht mal was essen, der blinkt ja schon rot. Das ist vollkommen egal. Aber was ich noch sagen musste, wir können ja vielleicht mal das allgemeine Dungeon-Prinzip erklären, weil so wie die Bogentanten das hier spielen, ist das nämlich nicht richtig korrekt. Nee. Für alle, die es nicht wissen, es gibt einen Tank und 4 Damage-Dealer. Und der Tank ist eigentlich derjenige, der die Aggro zieht, so wie jetzt zum Beispiel. Genau. Und sämtliche. Und die anderen bashen. Genau, und seine Aufgabe ist es, dass die halt nicht aufgebasht werden, weil der Tank hat natürlich auch das meiste an. Entschuldigung, ich bin gerade konzentriert. Hat natürlich auch das meiste an HP, Verteidigung, das ganze Blabla. Wir haben ja selber euch die Tanks schon vorgestellt. Austeilen können sie nicht. Zum Beispiel meine Skiller. Austeilen können sie wirklich nicht. Deswegen habe ich jetzt. Ruhe! Meine Skiller! Deswegen habe ich ja zum Beispiel bei Kate, die ihr noch nicht kennt. Die kennt noch keiner. Ich wollte gerade sagen, lass die mal besser außen vor. Habe ich den Flügelbuff so geskillt, weil der jetzt Aggro draufpackt. Das heißt, man kann sie zumindest für irgendwas benutzen. Okay. Prinzip-Dungeon, man hat. Ohne Scheiß, dieses. In diesem normalen Gruppendungeon hatten wir 5 Damage-Dealer. Das sind im Prinzip alle. Der Tank stirbt. Das sind im Prinzip alle, außer Krieger mit dem Talent Beschützer. Und Stockschlampen mit dem Talent Erdruferin. Das sind quasi die einzigen, die tatsächlich auch als Tank was taugen, weil sie Aggro ziehen und halten können. So wie ich jetzt zum Beispiel gerade die Aggro halte und mich unsichtbar mache, um abzuhauen. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade in dem Dingens davor von dem einen von den großen Viechern habe ich auch die Aggro geskillt. Ich habe dieses Plingen gehört. Also ich weiß nicht, ob ich den Ingame-Sound laut genug habe im Vergleich zu deiner Stimme, aber das müsste man eigentlich hören, dieses Ding. Das heißt immer, ich habe die Aggro. Warum hat er seinen Aggro-Skill wieder ausgemacht? Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass der Tank halt auf Level 37 das noch nicht packt und sich jetzt aus seiner Gil oder wo auch immer, die kommen ja beide vom gleichen Server. Sreffer. Die kommen beide von unserem Server, dass sie wahrscheinlich... Oh nein, ich schon wieder. Das ist so lächerlich. Ohne Scheiß, das ist aber irgendwie kacke. Ja, ist es auch. Also so macht man es nicht, aber wir sollten nicht schimpfen. Wir sind relativ schnell in den Dungeon reingekommen und prügeln jetzt das zweite Bossmonster, das wir brauchen, um fortzufahren.
Ja, stimmt. Man muss auch sagen, es reicht ja, ne? Also ne? Selbst, also es macht ja erst Probleme, wenn die genau, es macht ja eigentlich, wenn der Tank scheiße ist, macht es erst ein Riesenproblem, wenn die Damage-Dealer das halt nicht gebacken kriegen. Ne? Dann wird's scheiße, aber ansonsten jetzt momentan, wir sind ja gut dabei. Ja, deswegen die eine, die gleicht das relativ das gut läuft, aus. Ja. Da hatte ich jetzt zum Beispiel das Problem mit Typ-Typ-Pin eher, dass er zwar, es ist halt schwierig, wenn man gerade selber seinen Tank oder sowas skillen möchte, dann ist man natürlich noch nicht so perfekt, dass man das sofort hinkriegen könnte. Ja, wird allerdings erwartet und ja, bei ihm ist es passiert, dass er natürlich einfach rausgeschmissen wurde aus der Gruppe. So, ich habe mal schon reingeschrieben, Quest, dass wir die Quest brauchen. Ach, zur Not, nehmen wir mit der Bogenschlampe alleine. Wenn du das alle wissen, ne? Dass wir die Quest brauchen. Ja, vor allen Dingen, was... Draußen hat bei mir gerade jemand einen Böller gezündet, als ob noch Silvester wäre. Nee, das liegt bei uns am Wohnviertel. Das hat nichts damit zu tun. So, Stachlampe, Bogenschlampe, hey. Machen wir. Ja, Bogenschlampe, leg ab alles, ne? Was war denn das gerade für eine Attacke? Hä? Ist die eine Bardin? Ich kann gerade nicht gucken, ich bashe gerade mit. Was war denn das, was die da gerade gemacht das hat? Hast, das du, ganz hast du das gesehen? Stunnschuss. Nee. Hast du das gerade gesehen, was die gemacht hat? Ja, sie hat einen Pfeil geschossen. Nee. Die hat nichts geschossen. Die hat davor irgendwie so die Arme, als ob sie dieses Reinigungsdingens macht, was wir alle können. Hier, das hier. Nee, Quatsch, das war falsch, weil ich das bei ihr gerade gemacht habe. Und dann hat sie... Und dann kam plötzlich schon die Gegner auf sie zu. Was war das denn? Hey, warte mal, ich brauche hier irgendwas. Ach nee, Quatsch, das ist da hinten. Okay, ich nehme alles zurück. Komm, wir gehen. Wie läuft das? Habe ich noch diese schneller Rennen-Buffs? Ja, habe ich. Yay! Und das ist hier so der Standard-Dungeon, durch den man sich schlagen muss, bis man ein bisschen besser geworden ist. Und Vorsicht, Feuer! Ich kann... Alter, die pullt hier die Go... Ey, ohne Scheiß, wenn ich hier der Tank wäre, ich wäre jetzt schon so sauer, wenn ich mit Skiller hier drin wäre. Ja. Auch wenn wir nachher mit Skiller eine Runde machen, aber einfach weil es okay, gut ist. Hell Angel ist tot, aber die ist durchs Feuer gerannt. Wenn die jetzt am Anfang spawnt, lache ich mich wieder auf... Ja, sie ist die bescheuert? Warum macht die das? Keine Ahnung, aber die hat eh keinen Schaden gemacht. Ich hab doch, glaube ich, Revival... Ne, hab ich Revival Scroll? Na klar hab ich Revival, weil wir ja zusammen spielen. Hab ich Revival Scrolls... Ah, Kadai, auch meine Kleine ist so süß. Ich mag sie. Ja, vor allem die mit der Großen schaffen wir das sogar. Oh, der Tank hat mal gepult. Oh mein Gott, wie konnte das denn? Nee, aber ich sag mal so, der Tank war einfach nur schneller als die Bogenäule. Ja, aber hat er halt trotzdem gepult, das Ziel zu pullen. Wow. So, und das hier... Ja, wie gesagt, das ist alles legitim, solange es halt nicht irgendwie beeinträchtigt. Und bei uns ist jetzt der erste Damage wieder gestorben, was allerdings eigene Dummheit war, da das Viech durchs Feuer gerannt ist. Wir sehen eigentlich super aus. Wir kommen gar nicht dazu, das irgendwie hier zu moderieren, weil wir die ganze Zeit nur am Bashen sind. Nee, das geht echt schnell. Kannst du nicht bashen und moderieren? Nee, sorry, ich konzentriere mich tatsächlich auf die Attacken, die ich mache. Ich nicht, ich drücke einfach nur Knöpfe. Boah, wieso habe ich denn jetzt Schaden bekommen? Ich habe doch nichts gemacht. Oh Mann, meine Dinge sind abgelaufen. Ich habe ja zum Glück schon vorgesorgt. Ich habe mir extra Buffs noch mitgenommen. Ich wusste schon, was passiert. Und okay, jetzt habe ich noch meine Buffs drauf. Uns fehlt aber ein Damage-Dealer. Das heißt, wir müssen uns echt beeilen. Ja, ich mach doch. Eisstraße, Eiskomet. Du kriegst doch gar keinen Schaden. Ich hab mich gerade selber geheilt, deswegen sieht man es nicht, aber ich hatte Schaden. Wir haben es auf Band. Och, Mäuschen. Das soll erstmal einer nachweisen, dass wir du Schaden auf Band hast. Pieksen. Wir haben gar nichts. Wir haben das auf Band. Ich hab schon wieder. Wieso kriegst du Schaden? Ich seh's ja. Was soll. Alter, ich auch. Was soll denn das? Warum? Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber. Das Vieh kriegt erstmal die Eisstraße von mir. Na, das ging doch relativ reibungslos. Was beschweren wir uns hier eigentlich? Ich hätte mich gar nicht heilen müssen. Das wäre auch so gegangen. Das Gedöns brauche ich nicht. Ich habe nicht mal gesehen, was das für Gedöns ist. Hallo. Ja, Pyromante kriege ich automatisch? Ihr seid tatsächlich beide Eismagierinnen, die hier sind. Bleibt stehen. Echt? Aber ich habe es automatisch bekommen. Wie, hier ist noch eine andere Magie. Was? Hier ist noch eine... Aber ich bin Gruppenleaderin, das heißt, ich kann die... Frau rausschmeißen. Nee, lass mal das mal so, weil der Tank kann nicht, der ist zu blöd. Kommst du wohl? Oh, sorry, ich hallo. Nee, ich hab grad bei der auf Ausrüstung ansehen geklickt und mein Zoom-Level war noch volle Pulle und jetzt habe ich mir die im Vollfrontale im Zoom angeguckt, daher das. Oh. Das war ein Fehler.
Und ihr seht, wie schön meine Kleine hier die Eisblizzard-Zauber-Irgendwas-Dingens beschwört. Oh, sie ist so süß. Während die Bogentante da hinten schon loslegt. Sie ist so scheiße. Ja, ohne Kacke wäre ich Tanky, hätte ich schon längst geschmissen. Aber für uns ist es halt ganz gut. Weil sie halt ja, die Inkompetenz halt des Tanks ausgleicht. Ne, genau das meine ich ja. Also, wenn der Tank scheiße ist, dann ist das halt okay, wenn man jemanden hat, der das dann übernimmt. Ansonsten wird's schwierig. Warum macht er seinen Skill jedes Mal wieder aus? Wenn ich Tank wäre, ich wäre so sauer. Wenn ich mit Skiller hier wäre, oh. So, warte mal, hier nochmal. Quest, please. Boah, er hat's geschafft zu pullen. Was? Hat der Fieber oder was ist los? Wieso haben wir ja 80.000, Nein, ich will nicht Pyromantin, ich will Kryomantin. Dankeschön. Alter, ich bin nur am Krippen hier. Also soll es ja auch sein. Heile nebenzu dann auch noch den Tank, weil ich eine zuverlässige Bogenschlampe bin. Ich heile mit. Weil der Tank ja, einfach nur... Diese Elite Flame Guardians, die hauen ihn echt weg. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse die Viecher auch, ey, ohne Spaß. Die sind echt scheiße. Ah. Bumm! Ey, meine Kugel war schneller da als dein Dingens. Dankeschön, Point Blink. Wir müssen halt trotzdem noch die. Wir brauchen die Quest. Ja, das ist dir anscheinend egal. No. Quest, please. Wir mussten erst den Tank retten. So, was brauche ich denn? Huntress. Nee, das Zeug bringt mir nicht. Schnell, die macht ja, schon. Ah, ich hab was gepullt, Scheiße! Wieso pullt die nicht, wenn die da durchgeht? Was soll denn der Kack? Kleines, geh weg. Ja, ich seh schon. Ey, ich brauch Hilfe, Tank! Lauf, wieso steht der bewegungslos beim Spawn? Mach, hilf mir! Ah! Okay, Eisstraße und wegrennen. Ich lauf weg. Geschafft. Yay! Das war natürlich von Anfang an so geplant. Also ich wusste schon, dass das gut geht, ne? Also... Wir haben jetzt so wegen der Dramatik für euch so ein bisschen so getan, als ob... Guck mal, die Sammelvieh heißt Erik. Ja, der Höllenangel 73. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, wir haben ja... Ja, stimmt, wir haben jetzt Glumanda und Glurak und nicht mehr Günther und Jochen oder Jürgen oder wie hast du den genannt? Jochen, tatsächlich. Jochen! Ne, da haben sich ja welche gefreut über Günther! Gruß an dich, der du dich freust über Günther! Ja, so, wir wuseln auch langsam. Derjenige weiß, wer gemeint ist. Ja, wir wuseln auch langsam. In Richtung unseres letzten Monsters. Das ist in diesem. Also bei mir heißt das Viech der Promethean Giant. Ja, jetzt will wer eine Du-Läuterung mit einer. Sag mal, habt ihr alle Langeweile? Der Tank hat gerade mit mir Du geläutert. Und die blöde Fotze ist schon wieder. Hast du gerade schon wieder Fotze gesagt im Let's Player? Ich glaube, wir müssen uns ab. Boah, jetzt spawnt die schon wieder am Anfang. Wie blöd ist die? Mann! Nein, lauf. Die Bogenschlampe macht sie wieder alleine. So. Oh, stop spawning at spawn ist vielleicht ein bisschen beschissen. Ist egal, wir machen das ohne die Ziele, macht sowieso keinen Schaden. Revival. Scrolls, Bihatsch! Ne, die Bitch lass ich mal weg. Aber ich hab's geschrieben, meine Zuschauer haben's gesehen. Also unsere Zuschauer haben's gesehen. Ja, ich will die Kiste haben, gib sie mir. Eigentlich hätte man schreiben müssen, stupid Bitch. Durch das Feuer gerannt und der Tank jetzt auch, super. Boah, ist der blöd, ey. Komm, Mäuschen, reg dich nicht auf. Geh einfach deines Weges. Ja, nee, ohne Tank ist tatsächlich dann spätestens später scheiße. Ja, spätestens später. Aber na ey, sorry, so ein Tank, auf den können wir verzichten. Der kann Aggro ziehen und halten. Aggro. Er hat sie zwischendurch, wenn die Bogenschlampe nämlich mal ausnahmsweise mal wegrennen muss. Liebes, fast gut gefahren ist trotzdem scheiße. Was denn? Solange wir durchkommen. Das ist so lustig, weil ich hatte früher in der Schule, da haben wir mal einen Test geschrieben in Musik und ich hatte eine 2 und es wäre aber fast eine 1 gewesen. Und da habe ich probiert, meine Lehrerin zu bequatschen und da war gerade ein anderer Lehrer noch mit im Raum und der hat dann gemeint, ja was denn? Weil ich gemeint habe, das ist doch fast eine 1. Ich glaube, es war ein halber Punkt.
Und der hat, was hat die für ein Problem? Die zieht. Diese Hell Angel ohne die Scheiß, was soll das? Durchs Feuer. Ich glaube, die ist einfach nur blöd. Ja, die, da, genau, da ist schon wieder runter, hast du gerade gesehen, ne? Nee, und auf alle Fälle war da noch mein ehemaliger Musiklehrer mit im Raum. Und der hat dann rausgehauen, ja, Gesundheit. Der hat dann rausgehauen, ja, was denn? Fast sicher gefahren ist trotzdem Unfall. Weißt du? Ja. Das war... Wir machen die ohne Okay, Leute, also was ihr wissen müsst. Was ihr wissen müsst vom Boss, wenn die Tür, also wenn der Erste den Boss angreift, geht die Tür genau, zu. Die das heißt, die kommt jetzt nicht mehr rein. Genau, die Tür ist zu. Kann man auch gerne mal demonstrieren. Ich kümmere mich mal um diese kleinen Viecher hier daneben. Wow! Ich habe Eiszeichen auf ihm. Aber ich krieg's gerade nicht gebacken, die auszunutzen. Genau. Oh fuck, ich bin ganz schön angedamaged. Ich auch. Oh scheiße, scheiße, ich krieg Feuerdamage ab. Nee, ich krieg keinen ab. Haha, Glück! So, ich töte mal den linken kleinen. Ja, Energieabfall zusätzlicher Effekt vermindert. Geh doch sterben, Mann. Gut, das tut's ja dann eh, ne? Wenn man nichts macht. Ja. Krass, oh, mal schon geil. Schon wieder. Oh, fuck. Get out of irgendwas. Meine Konzentration ist schon wieder alle. Aua, der hat mich gehauen, Idee, Mama. Ja, mich auch. Und ich habe davon deutlich mehr abbekommen als du. Was soll denn das? Okay, ich nehme das Flammenfragment hier. Ja, die soll sich da selber drum kümmern. Ich bleib jetzt beim Boss. Ich mach das Fragment gerade platt. Also ich hoffe, dass sie das kann. Mit Umasula und was auch immer sie hier noch raufbeschwören kann. Ach komm, Mann, das muss doch schneller gehen. Ah gut, das Vieh ist Level 37, ich bin Level 35, also ich wundere mich über gar nichts mehr. Wir haben es ja wirklich jetzt für euch extra fürs Let's Play. Ja. Yay! Ach, darum war die Bogentante mit dabei. Sie hat das Achievement jetzt auch erst freigeschaltet. Was kann die eigentlich? So, wir wechseln mal die Handschuhe, die ich gekriegt habe. Dann habe ich noch Pyromantenstiefel, die kein Mensch braucht. Ein Bogen, der fast nichts bringt. Sieht der besser aus als mein Abfäller? Yay! Wollen die mich verarschen? Bei mir bringt das Teil auch nix. Level up! Yay! Oh, das war jetzt aber heftig, boah, oder? Das ist wieder nicht so, Alter. Das Viech droppt ausschließlich Sachen für Okkultisten. Wenn hier ein Okkultist mit dabei wäre, der würde sich jetzt so freuen, aber... Peiniger, Manipulator, Alter, ist das krass. Okay. You're all done. Ja, fix und fertig. Liebes. Ja. Guck mal, was ich gerade schreibe. Ich habe es jetzt nicht abgebrochen, weil ich es geschrieben habe. Sag mal, was soll denn das? Ach, schön. Raus. Ja, vor allem, hast du auch gelevelt? Ja, klar. Neuer Skill. Vor allem, das ist übelst. Ja, das machen wir gleich in Memoir. War gut. Am Arsch, Junge. Nee, also ohne Scheiß. Gehen wir raus. Bye. Was soll denn das? Na, vor allen Dingen, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, Mann. Das fällt dir wahrscheinlich heute Abend beim Einschlafen dann wieder ein. Was für ein Einschlafen? Ich mach doch durch. Ah, Mist, jetzt habe ich das Damage-Ding ausgemacht. Ach, scheiße. Ah, nee, da sieht man es ja noch. Was, ich war Vorletzte? Ich hab das Ding tatsächlich die ganze Zeit über nicht angehabt. Du warst Zweite. Echt? Du warst Zweite, ja. Du hast, zumindest, ich glaube, dass es der Boss ging. Aber gut, ich muss dazu sagen, ich habe ja auch den, die Viecher, die immer gespawnt sind, angegriffen. Und nicht den Fetten. Weil der Damage, also das Damage-Ding, was ich jetzt noch offen habe, ist für den Endboss. Und da hattest du, da hatte als allererstes das Point-Blade-Zereffer hier... Mhm. 65% Schaden und du hattest 15,6 und bist damit zweiter cool, Platz. Ich hab den Damage mit dann der Tank, dann ich und 0,000 hatte die Olle, die draußen vor der Türe stand. So, wir schaffen auf jeden Fall in diesem Part noch, auch wenn der völlig überzogen ist, wenn ich das zusammengeschnitten habe mit dem anderen. Weil wir haben jetzt schon 22 Minuten. Ja, freuen Sie mich. Dann schaffen wir auf jeden Fall... Dann schaffen wir es auf jeden Fall, uns noch eine neue Attacke aus... Ja, ich bin nämlich gerade mit dem Bild lesen. Fang du mal an. Okay, also ich habe hier drei Attacken. Du bist dran. Nein.
Okay, ich habe eisige Explosion, fügt dem Ziel Eisschaden in Höhe von 247% deines Angriffs zu. Bei Eiszeichen wird ein Schaden in Höhe von 50% zusätzlich verbraucht. Okay, dann habe ich fügt bla bla bla. Geschwindigkeit wird verringert, habe ich Schaden von 108%. Ich glaube, ich nehme das erste, weil das dritte ist dann Höhe, also Angriff Höhe 101%. Dann, wenn ein Eiszeichen drauf ist, wird es verbraucht und zusätzlicher Schaden in Höhe von 100%. Na gut, aber auf dem ersten hatte ich halt 247% schon allein. Und dann plus 50, wenn das Eiszeichen drauf ist. Gut, und beim letzten... Oh! Okay, also beim letzten wäre dann noch, das Ziel kann für 5 Sekunden keine Ausdauer, Wut, Mana, Vitalität, Fokus oder Aura regenerieren. Das ist für PvP unglaublich praktisch. Nur deswegen. Also ich nehme erstmal das obere, also das erste hier mit 247%. Obwohl das verbraucht 100 Mana. Obwohl bei der Magierin kriegst du es hinterher geschmissen. Ja, das ist... Aber es kanalisiert sofort, das hat keine Aufladezeit. Das ist natürlich geil. Das nehmen wir doch mal. So, dankeschön. Très bien, très bien. Très bien, okay. Très bien. So, was hast du? Ja, bei mir ist jetzt die Sache... Da bin ich ja jetzt schon der Ansprechpartner, weil ich habe ja jetzt mittlerweile eine Bogen-Nase. Schützen. Auf Level 60. Stolz, guck. Was hast du denn jetzt? Also ich habe einmal dieses Hawkeye, was sie auch hat. Das Adlerauge. Falkenauge. Ja. Hast du passive Skills? Ich habe bisher 1, 2, genau 3 passive Skills. Nee, ich meine, das, was du jetzt aussuchen kannst, sind das alles passive Skills? Nein, das Skills, sind alles aktive. Naja, Skiller, Quatsch, Skiller. Olle hat auch das Hawkeye. Nein, aber das ist ein aktiver Skill. Ja, aber, naja, klar, aber es ist generell, aber es ist nur ein Buff. Ne? Halt in dem Sinne, es ist kein Angriff. Du brauchst ihn, um deswegen eben mal eine Attacke freizuschalten, die ganz gut ist. Bei mir ist jetzt die Sache, ich habe schon eine Attacke und da könnte ich mir jetzt die weiterführende aussuchen. Use of Light and Quiver or Sniper Shot. Naja, du hast ja zwei Möglichkeiten, das also kannst lesen. Du ja... Entschuldigung! Nee, ich habe 3 Möglichkeiten, das ist das Blöde. Nein! Nur dieses Hawkeye, das will ich auch gerne haben, weil der Schuss, den man damit machen kann, sehr gut ist. Allerdings haben sich dann, gibt's dann noch dieses Nervous Target, also nervöses Ziel. Das einfach mal sämtliche Attacken, die ich habe, plus 10% mehr Schaden machen lässt. Und ja, die Weiterführung, das ist ein passiver Skill, der auch wieder relativ cool ist. Und die Sache ist, ich habe nur noch 2 freie Plätze. Nur noch 2! Na gut, das eine hier benutze ich nie, Illusion. Na gut. Aber die Regenerierung. Ich gehe mal während. Ja, ich glaube, ich nehme das, was dieser aufbauende Skill. Ich habe ja schon einen, den hast du, glaube ich, auch. Das ist der über dem Wegspringen. Oh, Weißblitter. Und der Weiterführende davon, wenn man dann eine andere Attacke funktioniert. Wie ist das denn? Lightning Quiver. Ah, okay, und wenn ich meinen Standardangriff dann dafür verwende, regeneriere ich 50% Konzentration. Das ist geil, das möchte ich gerne haben. Weil, ganz ehrlich, bei den Bosskämpfen, ich habe so gekämpft. Gekämpft bei den Bosskämpfen, die Arme. Ich habe so gekämpft, dass ich irgendwas machen kann, weil meine Konzentration die ganze Zeit alles leer war. No. Für alle, die sich gerade fragen, was ich hier mache, ich mache, während uns hier die Bitchy erklärt, was sie so machen will, mache ich gerade noch für Juwelier ein paar Edelsteine, beziehungsweise ein paar Prismen. Und die kann man dann verknüpfen. Nur mal so. Als Zwischeninfo. Ja. Aber wieso haben die beiden auf Level 36? Also ich habe tatsächlich noch Essen auf Level 24. Was will denn der Unfug? Da muss ich mir echt mal vom Sacharat schicken lassen. Ja, macht das, ne? Wir brauchen Essen. Wir wollten die Folge beenden. Du wolltest die Folge beenden. Stimmt, wir wollten ja die Folge beenden. Warte, dann muss ich ja wieder zu dir kommen, nachdem ich hier das Kupfer verprügelt habe. Und mein Grimander daneben steht. Und ich bin größer als die Olle, die mir hier... Tonia heißt die. Igitt! Ja. Vor allem mit Y. Tonia. Tonia meinst du? Aha. Verstehst du? Tonia. Ja, Miststück. So, dann beenden wir jetzt hier mal den Part, ne? Das ist dann, glaube ich, ein bisschen längerer wieder geworden. Ja, ne? Aber wir haben, wie gesagt, einen total tollen Dungeon, ne? Ja, weil wir so total toll sind. Und wir sind fast bei 30 Minuten. Und man beachte bitte das Skorpion-Tattoo auf Edemas Bau. Es ist total perfekt.
Es ist total hübsch. Und man sieht auch den BH, der in Camouflage-Look gestaltet ist. Ich würde sagen Desert, beziehungsweise Eiswelt. Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, aber wir müssen uns ja jetzt mit sowas beschäftigen, denn wir haben keine Unterhöschen. Stimmt. Ja, aber obwohl Vieh hatten und naja, bei Vieh könnte man es auch als Buddy. Ja, so ein Höschen, das geht nicht. Deswegen, das geht nicht. Ja. So, wir sind so cool. Okay, gut, dann beenden wir den Part. Oh mein Gott, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.